zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier in unserem Wintergarten, deshalb hört man hier vielleicht einen leichten Hall. Ja, hier überwintern wir unsere Chili-Pflanzen. In diesem Video soll es um den Anbau von Chilis gehen, denn wir haben im letzten Jahr jede Menge Sorten ausprobiert. Ich glaube, so um die 50 Sorten waren es und die Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte mitverfolgt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und Film ab! Ende Januar ging es bei uns los mit der Chili-Anzucht. Ausgesät wurden die Samen in einer Mischung aus Kokoserde und Komposterde. In jedes dieser Töpfchen setzten wir nun 1 bis 2 Samenkörner. Natürlich hätte man auch mehr Samenkörner in die einzelnen Töpfchen geben können, aber wir hatten auch so jede Menge Pflanzen. Auf die Körner kam nun eine dünne Schicht aus Kokoserde. Und das Angießen darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt beschriften wir noch die einzelnen Reihen, damit wir später wissen, welche Sorten wir ausgesät haben. Zum Keimen benötigen Chilis generell eine etwas höhere Temperatur von ca. 23 bis 28 Grad. Dafür kamen nun die Anzuchtplatten auf die Heizung unter einer solchen Pflanzlampe, die die Tageslichtdauer in dieser dunklen Jahreszeit um etwas verlängert. Und 1 bis 2 Wochen danach sind schon die ersten Chilis gekeimt. Insgesamt macht sich die Tendenz bemerkbar, dass schärfere Sorten, wie zum Beispiel hier die African Bird Eye, länger zum Keimen brauchen und unzuverlässiger keimen als zum Beispiel mildere Sorten. Ist das bei euch auch so? Im März waren die Pflanzen bereits so weit, dass die Nährstoffe in der Erde fehlten und diese auch zu klein wurden, weswegen sie dringend pikiert werden mussten. Die Jungpflanzen setzen wir nun in nährstoffreiche Komposterde. Und auch hier darf das Angießen nicht fehlen. Im Mai, nach den letzten Spätfrösten, konnten die Pflanzen endlich ausgepflanzt werden. Hier setzten wir die Pflanzen in solche Eimer mit nährstoffreicher Komposterde. Zusätzlich haben wir noch ein wenig mit Guano gedüngt. Und schon konnten die Pflanzen in die Erde.
und schaut mal, wie toll sich die Pflanzen seit dem Pikieren entwickelt haben. Die Kübel wurden an einem sonnigen Ort im Freiland aufgestellt. Es wird zwar oft gesagt, man solle Chilis geschützt unter Dach oder im Gewächshaus halten, aber unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Erträge auch im Freiland genauso hoch sind. Auf alle Fälle fühlten sich die Pflanzen richtig wohl und sie bildeten auch schon bald die ersten Blüten aus. Und die Fruchtansätze folgten. Jede Menge grüne Chilis. Da steigt schon die Vorfreude immer mehr. Und schaut mal, das hier ist die unreife African Bird Eye, einer unserer Lieblingssorten, weil sie so besonders scharf ist. Und schon bald waren die ersten Schoten erntereif. Das hier ist die Poinsettia und da konnten auch die reifen Chilischoten gepflückt werden. Und endlich ist auch die African Bird Eye reif. Da kann ja der Spaß losgehen. Sehen die nicht toll aus? Hier die Sorte Scotch Bonnet. Die meisten Chilis haben wir zu Chilipulver weiterverarbeitet. Dafür wurden sie zunächst zerkleinert und in Scheiben geschnitten. Nun kann man auch ganz einfach das Saatgut fürs nächste Jahr entnehmen. Nun wurde aber erst einmal unser Steinofen angefeuert, in dem dann die Chilis später gedörrt werden sollten. Das Video zum Bau des Ofens verlinke ich euch oben in der Ecke. Nachdem der Ofen sich nach dem Anfeuern erneut abgekühlt hatte, konnten die Chilis bei einer Temperatur von ca. 50 bis 60 Grad langsam vor sich hin dörren. Nach dem Dörren wurden sie gemahlen und fertig war unser Chilipulver. So, ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Diese Saison haben wir etwa 10 Chilipflanzen zur Überwinterung hier in unseren Wintergarten gestellt.
Wichtig ist, dass die Chilipflanzen gerne warm überwintert werden. Hier herrschen relativ hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit und diese klimatischen Bedingungen gefallen den Chilipflanzen ziemlich gut. Und man sieht auch, sie tragen auch jetzt im Winter Früchte. Hier die Chilipflanzen stehen nicht unter einer Zusatzbeleuchtung wie andere zu überwinternde Pflanzen. Der einfache Grund ist, sie stehen hier an der Südseite, an diesen großen Fenstern. Hier bekommen sie tagsüber ziemlich viel Licht ab und dadurch benötigen sie keine weitere Zusatzbeleuchtung. Und sie sehen ganz kräftig aus. Ihr habt auch gemerkt, die stehen hier in solchen Eimern. Das ist auch ein Vorteil, wenn man die Pflanzen überwintern möchte. Dann muss man sie nicht aus dem Beet ausgraben und wieder in Töpfe setzen. Und die Pflanzen bekommen auch nicht so viel Stress ab. Probiert es doch auf jeden Fall mal aus mit dem Chili-Anbau, denn die Chili-Pflanzen sind sehr reichtragend und es macht jede Menge Spaß, diese Pflanzen anzubauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einer positiven Bewertung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert doch die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ja, bis dann.